Die DNA enthält unsere Erbinformationen und sie ermöglicht uns, dass wir bestimmte Merkmale an die Generation nach uns vererben. Aber was geschieht, wenn unser biologisches System aus dem Gleichgewicht gerät, weil wir zu vielen Fremdeinflüssen unterworfen sind? Es ist unumstritten, die Ganzheit des Menschen ist zunehmend fragmentiert bzw. dissoziiert. Aber wie können wir trotzdem weiterhin gesund und lange leben? In der heutigen Sendung geht es um globale Zeitlinien und wie wir von der Vergangenheit in die Gegenwart hin und her wandern können. Ein Schlüssel, um auf neue Ebenen zu kommen und damit auch unser Gleichgewicht zurückzuerhalten. Die Phantom-DNA, wie wir die Zeit stehen lassen können und damit unser Bewusstsein ausdehnen. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Hallo, Enrico, Professor Dr. Enrico Edinger. Ich sag gleich Enrico. Diejenigen unter euch, die das Interview, das vorhergehende gesehen haben, wissen, dass das eine ganz komplette und komplexe Geschichte ist, von der wir hier sprechen. Und ich fasse es noch mal kurz zusammen. Welchen Raum brauchen wir denn überhaupt, um im Gleichgewicht zu sein, wenn doch der, in dem wir jetzt gerade vom Bewusstsein sind, so schädlich ist? Es ist nur der minimale Raum, den wir jetzt hier gerade haben. Also wir lernen ja eigentlich auch im Prinzip ja nur unsere vier Ebenen kennen, aber das, was uns eigentlich korrigiert, was unsere DNA aufbaut, sind ganz andere Ebenen, das ist ein Feld. Ja? Ganz kurz, welche vier Ebenen meinst du? Was Länge, sind die Breite, Höhe und die Zeit. Mhm. Ja? Also man kann das sehr schön immer mit diesem, wiederhole das immer wieder, Burkhard Heim, weil das einfach so schön plastisch ist. Ne? Der hat also, als er der CERN mit aufbauen sollte, man Angst hatte, wenn die Teilchen immer schneller werden, immer kleiner, liegt uns irgendwann, wenn wir die aufeinander knallen, die Erde um die Ohren. Ja? Mhm. Also deshalb hatte er den Auftrag, natürlich diese ganzen Teilchen zu berechnen, ja, und kam dann dahinter, 15 Stellen exakt hinter dem Komma, dass wir eigentlich aus mindestens 12 Ebenen bestehen. Mittlerweile geht man schon von 13 oder 14 aus. Ja. Wir haben das also sind die Dimensionen, Länge, Breite, Höhe und die Zeit. Mhm. Aber die regenerieren uns überhaupt nicht. Ja. So, dann haben wir die nächste Ebene, das ist dann X5, X6, das ist die Schwingung der DNA. Die hat enorme Bedeutung, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Nur, ja. Dann haben wir eine Ebene, das wäre X7, X8, das ist ein gigantischer Magnetfeldraum, ein Trägerraum. Ja. Den jeder von uns herum hat, der also mindestens 20 Kilometer groß ist, ja, der gespickt ist mit allen von uns Informationen. Ja, man kann sich vorstellen, was das in der U-Bahn bedeutet, wenn also diese ganzen Bälle von Informationen hier zusammenkommen und wenn dann Elektrosmog dazukommt, es wird alles zerrissen. Sind das all die Informationen, die uns als Inhalt, den wir mitgebracht haben, ausmacht? Was wir je erlebt haben, was unsere Ahnen in sich trugen, alle ungelösten Themen bis in alle Zeit zurück und gespeichert ist wie die Akasha-Chronik. Also in die X7, X8, ja, genau. Das sind noch Dimensionen, in denen wir noch organische Bestandteile haben. Man spricht von inneren und äußeren Elektronen. Ne? Wenn man so Rasterelektronenaufnahmen zum Beispiel macht, kann man teilweise sehen, dass Elektronen da sind und nicht die Tunnel. Ja, die sind also die Tunnel, die sind noch in diesem Raum hier drin. Die können wir aber nur teilweise sehen. Ja? So, und dort sind im Wesentlichen noch die Informationen drin, die auf mich bezogen sind. Jetzt kommt es aber noch viel stärker. Ja? Dieser Raum ist mit einem gigantischen, unendlichen Raum verbunden. Das ist der Hyperraum, ja? Der also dann in den Ebenen von X9 bis X12 eigentlich da ist. Das ist die Seele, ja, oder der Geist oder was wir erlebt haben oder die Traumata. Da können wir eigentlich keine Teilchen mehr feststellen. Wir wissen noch nicht mal, ob dort Skalarwellen drin sind, was es eigentlich ist. Es ist zumindest Bewusstsein. Ja? Sind wir eigentlich eine Kopie von diesem Raum hier runtergebrochen in die Materie, dass wir sozusagen nur ins physisch Manifeste gerutscht sind. Und zwar, wir wissen, dass Materie ja gar nicht wirklich existiert, sondern immer nur, das sind Kurzschwingungen, die sich für ganz kurze Zeit, wenn im Prinzip der Wellencode zusammenbricht, manifestieren. Und die Korrektur kann nur auf der Ebene passieren, weil hier unten müssen wir aber die Grundlage schaffen, damit das so andocken kann, habe ich es verstanden, und dass wir den Zugang wieder haben. Die Russen gehen zum Beispiel davon aus, die haben sich extrem damit befasst, also vor allem das Zentrum Istrika, das ist ein Zentrum für Ökotrophologie. Wie bitte? Ja. Humane Anthropo-Ökotrophologie. Okay. Oder kosmische Anthropo-Ökotrophologie. Das ist ein Partner von mir, der Professor Trofimov. Ja, der ist so laufend da. Nee. So, und die haben zum Beispiel Planetenfrequenzen untersucht, ja, und haben auch ganz organisch die Frequenzen gekauft, nachdem die Satelliten das Sonnensystem verlassen hatten. Ja.
und haben das dann in Korrelation gestellt zu den Frequenzen, die ein Neugeborenes hat, ja, die ein Embryo zum Beispiel hat und was weiß ich. Und da sind ganz bestimmte Programme entstanden, zum Beispiel das Programm Helios oder das Programm Milky Way. Ja. So, und das heißt, man gibt also das Geburtsdatum des Menschen zum Beispiel ein, plus minus 4 Wochen, ja, und kann dann sehen, welchen Bedingungen er eigentlich ausgesetzt war. Ja. So, und da gibt es krasse Unterschiede. Das heißt also, wir haben zum Beispiel das Problem, dass 80% der Menschen schwere Sonnenprotonen nicht ertragen. Ja, und damit auch die Magnetfelder, die mit den ganzen Planeten zu tun haben, sehr schwer. Ja. Das äußert sich also so, dass wir vor allem die Innenwand der Gefäße immer dicker machen. Das heißt, dort kommt wirklich der Hauptanteil der Arteriosklerose her und nicht von Cholesterin oder sonst irgendwas anderem. Ja. So, und das Ganze erwerben wir neben Zuckerkrankheit, neben Alterung, ja, neben Degeneration im System, immer im Bereich um den Vollmond herum, ja, zu fast 2/3. So, und da hat man herausgefunden, wenn man also diese Magnetfelder schwächt, ja, die wir vielleicht von Geburt an, wenn wir schlechte Karten haben, hochgefahren bekamen, weil wir unmögliche Sternkonstellationen hatten, wie ich das zum Beispiel habe. Überall. Aber gibt es denn schlechte Sternkonstellationen eigentlich für uns, wenn wir doch alles auf irgendeiner Berechnung läuft? Also ich hatte mal einen Traum, es klingt jetzt total doof, ja, aber du kannst damit umgehen. Ich habe mich nicht als Körper gesehen, sondern wie so eine Art Wirbel oder wie so eine Art Spirale, die nach unten ging und als würde ich mich verdichten und konnte dann aber kurz, wie eine Berechnung war das. Also es war, das lief zeitgleich, das war nicht versetzt, ne? Das halt, als hätte ich bestimmte Koordinaten, also das hatte ich einfach nur erkannt und war geschehen. Und es passierte zeitgleich und ich habe das wie selbst berechnet auf einer höheren Ebene. Das heißt, es gibt doch eigentlich nur die Voraussetzung, die wir uns unbewusst aussuchen oder unbewusst bewusst, bewusst unbewusst, wie man es nennt, und dann dort diese Erfahrung zu machen. Das heißt, selbst das, was wir hier gerade durchlaufen mit den Schäden und Krankheiten, ist auch ein Teil des Prozesses. Richtig, das ist alles determiniert. Das sind Zeitlinien. Ne? Das heißt, du suchst dir diese Zeitlinie aus, um möglichst lernen zu können. Ja? Um natürlich, sonst hättest du ja gar nicht den Antrieb. Ich würde mich niemals mit diesem ganzen Zeug hier befassen, wenn ich gerade zum Beispiel, ich habe das hier rausgekriegt, das Programm Helios, dass ich extrem betroffen bin. Also ich müsste eigentlich schon mit 60 tot sein. Ja? Aber wie sind die denn vernetzt, diese globalen Zeitlinien, also untereinander? Das heißt, wie muss ich mir das jetzt bildhaft vorstellen? Das sind Energiezeitlinien. Ja? Da gibt es also lokale Zeitlinien und es gibt globale Zeitlinien. Mhm. Ja? Die lokalen Zeitlinien, das sind eher die in den unteren Ebenen, also zum Beispiel von Aufbau von Materie, Raumzeit verantwortlich sind. Ja? Mhm. Aber die anderen sind für das Komplexe verantwortlich. Ja? Okay, verstehe. Und es gibt also, das ist die Vorstellung der Russen, dass es praktisch so eine Art Ur-DNA gibt, also ein gigantisches Teil, das aus verschiedenen Sternen und Sonnensystemen zusammengezimmert ist. Ja? Und dass wir am laufenden Band immer wieder in Resonanz zu diesem System kommen. Es wird alles, wirklich alles getan, um diese Verbindung natürlich zu cutten. Ja? Und der kleine Teil, die kleine Resonanz dazu, die kann man zum Beispiel im dritten Teil des genetischen Codes sehen. Ja? Also der erste zwei Wurzeln Greek, ne, die ersten beiden, die sind im Wesentlichen, man nennt das Synonymie, verantwortlich für die Bestimmung, für die Determination von bestimmten Aminosäuren. Ja? Aber der dritte Teil, das ist Wabbel, 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 das ist auch eine Wabbelhypothese, Wackelhypothese, ja? Die stimmt hinten und vorne nicht. Das heißt, es kann dir bisher kaum einer sagen, woher weiß denn der Körper überhaupt, was er als drittes dann hier dazu nehmen soll? Was ist die dritte Base und so weiter? Ja? So, und genau das hat man herausgefunden, dass es zwei Gedächtnissen unterliegt. Ja? Also das eine ist, ist im Prinzip, das sind Hologramme im Grunde genommen, die der Körper selber aufbaut, darstellt, ja? Die einer bestimmten Gesetzmäßigkeit unterliegen, einer Rechtsschwingung. Ja, die also durch Elektrosmog böse Menschen immer eine Linksschwingung überführt werden. Das heißt, wir kriegen keine saubere Information mehr. So, und diese Information ist vor allem in den Geweben. Ja, die ist vor allem in den Kollagenen im Wesentlichen. Die ist teilweise in der RNA-DNA oder im Chromosomenmantel oder wo auch immer. Ja, das heißt, wir brauchen diese Information, um zu sagen, was wird denn jetzt noch für eine Aminosäure dazugebaut? Ja. Das Zweite ist, und diese Sache, das soll ich vielleicht noch dazu sagen, unterliegt auch der Akustik. Ne? Das ist also ganz verrückt. Das heißt, man kann also, das ist diese Wellengenetik, die Gajajew beschrieben hat. Ne? Das heißt, man kann also, das haben auch Mathematiker zeigen können, wenn ich also zum Beispiel die Kerne von Nukleotidbasen zum Beispiel untersuche. Das hat man mit quantenphysikalischen Systemen gemacht. Ist das diese harmonikale Kurve? Das ist genau der Punkt. Ne? Hat man also gesehen, dass harmonikale
musikale Strukturen entstehen. Die haben Obertöne, Untertöne, das ist eine Musik. Ja, ich habe es vorhin im ersten Interview schon mal erwähnt, ja, dass wir viel, die, diese Schwingung brauchen. Ja. So muss aber aufpassen, es wird also vieles auf dem, im Markt angeboten, was eher kritisch zu sehen ist. Ja, weil das nicht ursprünglich, das ist also eher künstlich verzerrt. Ja. Okay. Das heißt, ich kann also hier in Pseudokorrekturen hineinkommen. Das zweite ist, dass nach 8 Stunden ungefähr jede RNA-DNA, dass die Phantom-DNAs bildet. Ja, die also im Prinzip, das sind Hologramme, ja, die sind farbig in der Regel, sogar rötlich, bräunlich, gelb und so weiter. Ja, Gaillard wird das sehr schön auch gefilmt. So, und diese Hologramme haben es in sich, weil die sind zum Beispiel mit dieser Ur-DNA verbunden. Ja, und mit den ganzen anderen eben X5, 6, 7, 8, 10 und so weiter. Ja, und was wir eigentlich brauchen, sind Strukturen, die stabil sind, ja, die dafür sorgen, dass wir diese Information praktisch in diesen dritten Teil der DNA, man nennt das Homonymie, hineinbekommt. Ja? Und das wird überall platt gemacht. Ob das jetzt Elektrosmog ist oder ob das jetzt Angst ist oder sonst irgendwas. Ja? Diese ganzen Entitäten zerreißen im Prinzip mit unserem dadurch veränderten Bewusstsein natürlich die Strukturen. Das heißt, die DNA macht Fehler. Ja? Und wir haben jetzt eine ganze Menge an Systemen, um es genau... Sie entartet letztendlich. Entartet, ja. Um diese Strukturen sozusagen wieder zu kitten. Also ich möchte dir eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ob die jetzt damit genau zu tun hat, aber mein Gefühl sagt, ich muss die jetzt stellen. Vielleicht erklärst du mir, warum ich die überhaupt stelle. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Niederfrequente, das, du sagst ja, sprichst ja auch immer, man will unsere Seelenanteile abspalten, man will uns kontrollieren. Mann, wer ist dieses Mann? Ich nenne es jetzt einfach mal niederfrequente Energie, die das Feld halten will, in dem wir sind. Also die Energie selbst als Energie. Ja. Und wird... Also wir begegnen ihr durch die unbewussten Anteile in unserem Umfeld, auch durch unsere eigenen, ohne dass wir es merken. Also es gibt auch Menschen, die Dinge tun, im Machtdenken und Dinge tun, die sie selbst ja nicht überschauen. Aber weil sie unerledigte Themen, weil sie nicht angeschlossen sind mit ihrer eigenen, ich sag's jetzt mal, höheren Ebene. Das heißt, durch sie hindurch kann das Niederfrequente unbewusst wirksam werden. So ist es. Und das ist jetzt meine Frage, genau, dass wir letztendlich, wenn es zum Beispiel darum geht, Produkte auf den Markt zu bringen, wo man jetzt so einen harmonikalen Chor angeblich hat, ja, ja. Dass das eigentlich auch, das Niederfrequente auch dadurch wirkt und wir da glauben, wir tun uns was Gutes und doch eigentlich nicht. Woher weiß ich denn, ob es mir wirklich gut tut? Ja. Es ist ein Gefühl. Also sollten wir uns darauf verlassen. Wir haben einen Quantencomputer. Die Chromosomen stehen schon Quantencomputer da. Ja. So, und die Frage ist, wo hört Gefühl auf und wo beginnt im Prinzip die Arithmetik? Also das heißt, aber wenn ich blockiert bin, kann ich ja noch nicht mal mehr fühlen. Ich bin ja so irritiert. Ich kann ja noch nicht mal entscheiden, ob der Partner zu mir passt oder der. Nee, oder genau, meine Mutter es gut meint oder also, nicht. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Dass wir Mechanismen schaffen, wo wir ungehindert in diese höheren Ebenen kommen, kriegen saubere Informationen und dann hört das Spielchen nämlich auf. Und da kannst du ganz genau unterscheiden, wer ist Freund und wer ist Feind. Und, ja, genau. Ne? Das heißt, dass man ein Gefühl des ganzheitlichen Wissens zum Beispiel bekommt. Sowas. Ja? Und da ist natürlich genial dieser Kursereff-Spiegel, den wir jetzt haben. Ja? Weil der die Menschen innerhalb von Minuten im Prinzip in diese anderen Ebene hineinbringt, ja, durch seine Spiegelreflexe. Wie so ein Goldraum die er, irgendwie, stelle ich mir vor. Hat, ja? Und das heißt, der macht auch ein Gefühl der Elevation. Und Kursereff hat das ja nachweisen können. Der hat ja auch schon mit Aluminiumoxidspiegeln und mit verbunden mit Graphit oder mit Granit, ja, die also eine Elevation machen. Im Prinzip konnte der schon nachweisen vor 50 Jahren, ja, wenn er Sternbilder anschaut, die normalerweise können wir die ja erst sehen, wenn die nach 500 Millionen Jahren durch die Sonnenstrahlen, ne, also zu uns gekommen sind, wir sehen veraltete Bilder. Nein, er hat die in Echtzeit, der hat die Energie aufgenommen, hat sich damit vollgeladen. Ja. Das hätte der die lange Knastzeit in Sibirien nur mit der Unterhose bekleidet, bei 0 Grad, nie überlebt. Ein Wahnsinn. Der Schmetterling im Schnee, sage ich nur. Ja? Da gibt es ein tolles Lied, ja, Schmetterling im Schnee. Ja. Genau. So, und es ist so. Das heißt also, wir können eben, die hat also dann beschrieben, dass wir praktisch, wenn wir die Zeit verdichten, das ist also zum Beispiel der Fall, wenn wir die Magnetfelder schwächen, ja, dazu dient also auch dieser Aluminiumschirm, ja, oder das Biotron teilweise, was wir auch haben, dass mit Pflanzen zusammen im Prinzip die Modulations-DNA des menschlichen Körpers hochfährt, also korrigiert, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Also nochmal zum Kursereff-Spiegel, wenn die Zeit verdichtet wird, haben wir nicht nur zum Beispiel C, also die Lichtgeschwindigkeit, ja, das ist das, was wir normalerweise haben, um den Körper zu korrigieren, sondern wir haben die 100.000-fache Lichtgeschwindigkeit, wir haben eine komplette Vernetzung.
Ja, dazu müssen wir aber die normalen Zeitlinien ausblenden. Ja, die werden also regelrecht abgefangen an dem System. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt hier diesen Kohlsäurespiegel, sitze jetzt hier drin in dieser Röhre. Ja. Dann wird das eben abgefangen, diese äußeren Einflüsse, auch Elektrosmog. Ja. So, und innen drin, man muss immer bedenken, dass der Mensch ja Teil des Universums ist. Ja. Das heißt, wir sind selber Sterne, ja, die eine Masse von Kohlenstoff, wir Ringstrukturen haben und alle Ringstrukturen. Deswegen brauchen wir die ganzen Chemikalien wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene. Hexagonalem Wasser zu und dich runterzufahren. Ne. Dienen natürlich dazu, Informationen zu übertragen. Ja? Und die erhöhe ich hier drin drastisch. Das heißt, ich gehe in andere Ebenen hinein. Also genau um die Informationen, die ich brauche, um diesen dritten Teil der DNA zu korrigieren, diese Phantom-DNA, die dann aufgefressen, also aufgenommen wird von der von den Chromosomen. Ja. Wenn wir doch uns nur in die, also auf geistiger Ebene in die Materie runterbrechen, brauchen wir vielleicht auch genau diese Giftstoffe? Es klingt jetzt total doof, was ich sage. Aber um uns in der Materie zu halten, weil ein paar Prozesse noch nicht durch sind, weil wir noch ein paar Bewusstseinsstufen noch nicht durchlaufen haben, in der äußersten Form der Trennung, der Abtrennung. Ja. Wenn man mal genau hinguckt, hätten wir diese ganzen Giftstoffe nicht und wären alle frei, löst sich doch das, ich sag's jetzt mal, unser Zeitbewusstsein auf und wir fahren wieder zurück in die, dann braucht es keine Manifestation mehr, keine Materie, oder? Es wird uns erst bewusst dadurch. Das ist ja das Problem. Ne? Wenn wir jetzt mal zur Zirbeldrüse geht, die Zirbeldrüse ist Tor zum Bewusstsein. Die hat also piezoelektrische Effekte. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier mal diese Karte hier nehmen würde, das wären jetzt die Kristalle der Zirbeldrüse, dann kann ich die ja hier so biegen, ne? Ja, das nennt man Piezo-Effekt und jedes Mal, wenn die hier gebogen wird, das, also wie so ein Feuerzeug wird da gerieben da oben, diese kristallinen Strukturen, dann wird hier Strom und hier wird Strom im Prinzip ausgesendet. Aber das passiert ja nur noch bis zum 12-Jährigen, weil wir natürlich mit Fluor und mit Glyphosat und diesem ganzen Dreck und mit Angst vor allem entstehen also Calciumkristalle, diese Zirbeldrüse platt machen. Diese Zirbeldrüse steuert im Prinzip alle Strukturen des Körpers. Wenn ich sie hochfahre, wir haben zum Beispiel einen Stoff hier entwickelt, das Melatonin, das man über die Haut gibt, weil das oral ist, in 10, 15 Sekunden weg, ja, weil das über den First-Pass-Effekt der Leber oder über die Darmbakterien sofort abgebaut wird. Also wir werden hier veräppelt. Ja. So, und das heißt also, wenn ich damit jetzt schon mal die Zirbeldrüse hochfahre und gebe dann noch andere Systeme dazu, Frequenzsysteme, ja, zum Beispiel, es gibt ein spezielles Licht, ja, das ist ein Lightpen zum Beispiel, der hier oben draufgesetzt die Zirbeldrüse aktiviert. Oder diese Kappe hier zum Beispiel, die Infrarotlicht praktisch in das System hineinbringt, was uns total weggedrückt wird durch Elektrosmog. Das ist also das Hauptlicht neben UVC verrückterweise, was uns die DNA wieder korrigiert. Ne? Also das heißt, ich brauche solche Strukturen, also Hilfsstrukturen, um in diese anderen Ebenen wieder hineinzukommen, ja, oder diese DNA-Korrektur erfolgt auch über verschiedene andere Dinge. Also zum Beispiel hat Gajaev eine Salbe entwickelt, ja, diese Quanteninformationssalbe. Das heißt, man kann diese Phantom-DNA, die ja alle Informationen des Kosmos drin, muss ich das mal vorstellen. Ist da auch Salbe drin? Ja, ja. Machst du mir die mal auf? Ja, klar. Das heißt, kann man die auch als Kosmetik nehmen? Ja, oder? Darum geht's ja, ne? Ach so. Wenn also ich kann die auch hier irgendwo hinschmieren, ja. Die riecht nach... Woran erinnert das mich ist eine das? Pflanze, aber die verbraucht im Prinzip also kann man die sich auch ans Gesicht? Ja. Die verbraucht ihre Energie nie. Ja. Warum? Weil sie quantenphysikalisch verschränkt ist mit der Urphantom-DNA. Ja. Einfach so einreiben. Ja. Da gibt es also noch ganz, ganz starke Sachen, das hätte er nachweisen können, auch in klinischen Studien, wenn Leute zum Beispiel Ulzera im Beinbereich haben, wir haben das bei eigenen Patienten gesehen, das war offen, das Bein, ja, das ist im Prinzip abends schon fast geschlossen, also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ja, das geht rasend schnell. Nur dadurch, dass ich die normale DNA wieder verbinde mit den ursprünglichen Informationen. Ja, also die Salbe macht das. Wer das auch in so ein bisschen in dem Stil macht, ist zum Beispiel Methyl im Blau, das ist uralt. Ja. Und dass die ganzen Blocks in der DNA zum Beispiel entfernen kann, auch als Tropfen. Du hast, ich weiß gar nicht wann, ich hatte die ganze Zeit diese Kristallgitter oder was du da erwähnt hattest, die Augen, die Haut und was noch? Das ist eine noch? Spannende Geschichte, ja. Erklär mal bitte, was das ist. Du weißt genau, was ich gerade meine. Ja, ne? Das habe ich noch als Fetzen in Erinnerung. Genau. Also es ist so, wir brauchen ja immer diese Ursprungsmodi, um das ganze System Menschaufbau oder was auch immer, organisch, psychisch, körperlich hochzufahren, ja. So, und eines der Dinge ist verrückterweise, ich habe das nie geglaubt, weil ich immer dachte, es ist nur schädlich, nein, ist UVC-Licht.
Ja? Mhm. So UVC-Licht liegt ja irgendwo bei, ja, sagen wir mal, 180 bis 280 Nanometer. Dann kommt UVB und UVB und dann UVA. So. Und das UVC können wir aber, weil es durch die Ozonschicht abgefangen wird, nicht aufnehmen. Wir können es nicht bilden. Ja? Nicht auffangen, aber wir können es aber bilden. Ja? Du, warte mal, das ist irgendwie... Ja, das ist der Ursprung. Warte mal, der, was ist denn das? Da will ich reinmüffeln. Weißt du, das ist so, kennst du das, wenn man mit jemand kuschelt? So... Was ist denn das jetzt? Das kommt aber erst später. Das bringt dir die Urinformation wieder rein. Dadurch fängt das Gewebe wieder an, sich zu regenerieren. Das ist dieses Gefühl der Sehnsucht, die wir haben, wenn wir lieben oder wenn wir jemandem nah sein wollen und uns... Oh. Du, also wenn ich jetzt... Aber das ist genau das, ne? Das ist der homonyme Anteil der DNA. Das hat er also über zum Beispiel Neon- und Helium-Laser hat er also praktisch eine... Aus einer Pflanze heraus hat er im Prinzip diese Phantom-DNAs gebaut, diese gigantische Information haben, und hat das dann mit Laserstrahlen praktisch in die Salbe hineingegeben. Die Salbe geht auch nie kaputt. Die kann nicht altern, ja, weil die Information ständig erneuert wird. Ja, und genau das passiert verrückterweise, wenn du das hier drauf spielst, natürlich auch mit der Haut. Ja, das ist also der Alterung ist jetzt meine. Sozusagen. Darf ich die haben? Entgegengesetzt. Ich klaue mir von meinen Gästen ständig die Sachen. Aber wenn ich es nicht probiere, wer dann? Ja. Ich muss ja testen. Wenn ich nächste Woche hier sitze und solche Riefen habe und solche Pickel wissen alle warum. Ja, das geht halt und je besser ich aussehe, siehst du, aber das ist, kann das schon wahrnehmen. Ja. Das läuft aber nicht über meinen Geruchssinn. Es läuft durch die Haut gerade. Ich merke, dass es. Durch Frequenzen. Ich merke, dass es auch wieder im Solarplexus arbeitet. Ja. Also sofort. Komplett. Du brauchst immer das Globale, das ganze Feld. Ja? Selbst wenn ich hier nur reinschmiere, wirkt das überall. Ja, weil das sich sofort ausdehnt im komplexen System. Es ist die Information. Die Information. Und das unterschätzen immer noch viele, weil sie immer noch an der Materie verhaftet sind und glauben, sie brauchen letztendlich so viele große Sachen. Ne? So, dabei geht es wirklich. Ja. Es braucht den Anreiz, ne? Es braucht den, damit wir uns erinnern und es selbst wieder produzieren, damit wir uns in den Zustand begeben. Ja. Vielleicht, wenn wir jetzt gerade beim Anreiz sind. Mhm. Also wir haben ja eben von diesen UVC und so weiter gesprochen, ja. So, dieses UVC, das wird im Prinzip aus der Sonne rausgefiltert, aber nur dann, wenn wir genügend hexagonales Wasser haben. Ja, das ist das Problem. Hexagonales Wasser, nochmal, wird ja durch 4G zerrissen ohne Ende. Ja? Das heißt, dann sind wir nicht mehr in der Lage, ausreichend UVC rauszufiltern. Das UVC drückt 4 Grundaminosäuren an. Das sind richtige Zeitschalter, die wir in der Haut, in den Augen, in der Leber zum Beispiel haben. Das sind Zeitgitterkristalle. Ja? Das ist also in erster Linie das Tryptophan. Alles Ringstrukturen. Ja? Tryptophan braucht man doch auch zum Schlafen und zum Erholen. Melatonin, Serotonin und diesen ganzen Kram. Ja? Das ist Tyrosin in der Raumfahrt extrem wichtig, weil wir daraus das Adrenalin bauen. Wir verbrauchen massiv Adrenalin durch Elektrosmog, durch Maskenscheißdreck, ja. Oder durch was auch immer, Entschuldigung, aber mir fällt da nichts anderes mehr ein. Ja? So, und natürlich auch Dopamin oder Phenylalanin. Das ist im Prinzip die Mutter von Tyrosin, weil daraus dann Tyrosin und dann Adrenalin, Dopamin gebildet wird. Und dann brauchen wir noch einen Gewebshormonbestandteil, das Histidin. So, und diese 4 drücken unser ganzes Leben an. Ja? So, das heißt, erst wenn ich die über UVC-Licht gebildet habe und dann noch einen anderen Bestandteil, der im Körper gebildet, das Deuterium, das ist schweres Wasser, darf aber nicht in die Zellen kommen, sondern muss außerhalb laufen. Ja? Diese zusammen, ja, schüren im Prinzip ein Codon, das AUG. Ne? Das heißt also, dann erst drücken wir die DNA an und dann bilden wir die 500 grundlegenden Proteinketten. Man muss sich das mal vorstellen. Das killen wir sofort mit Elektrosmog. Wir killen das mit blauem Licht, weil wir überall ein LED natürlich drin haben. Ja? Deshalb gibt es im Körper Strukturen, die das Ganze wieder abfangen können. Zum Beispiel nicht das Melatonin, sondern das Melanopsin. Ja? Das Melanopsin bildet einen Schutz, aber geht schnell kaputt. Ja, wenn es nicht ständig aufgebaut wird. So, und deshalb brauche ich hochdosiert Vitamin A, also mindestens 50.000 Einheiten. Das sind 3 Produkte, Vitamin A. Das zweite ist Vitamin D, aber nicht so wenig, sondern 500 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine ganze Menge, zusammen mit K2. Ja, und das dritte ist das DHA. Das ist sozusagen ein Super-Omega. Ja, die 3 bilden Verbindungen, ja, halten das Melanopsin stabil. Ja, und dann gibt's eigentlich keine Halten mehr. So, und blaues Licht kann genau wie Elektrosmog richtig heftig Tumore machen, ja. Es macht Schwellungen der Mitochondrien zum Beispiel, das erzählt einem kein Mensch, ja. Es macht natürlich extreme Konzentrationsstörungen, es beraubt dich deiner Netzhaut im Grunde genommen, die dann Ablösungen erfahren kann. Ja, also, das ist eine Katastrophe, ja. Also, so, das heißt also, wir müssen im Grunde genommen überall in den Computern das FOS einschalten, wir müssen die Handys mit Blaulichtfiltern im Prinzip hochfahren, ja.
Ja, wir müssten alle Lampen mit rotem Hochlicht, mit rotem Anteil im Prinzip hochfahren und so weiter. Also das ist eine Geschichte, die wichtig ist. Wie können wir das noch korrigieren? Es brennt im Auge, kann das sein? Ja, das hätte ich jetzt nicht ganz Auge reingemacht. Ich habe es mir aus Versehen ins Auge. Ja. Ich dachte, das ist wie eine Körpercreme. Dabei ist das echt... Ich habe auch gemerkt, auf der Nase kribbelt, aber jetzt habe ich es hier im Auge. Ja. Was passiert denn? Aber Auge, wir haben ja gerade vom Auge gesprochen. Gar nichts passiert. Nö, das brennt halt jetzt ein bisschen, ne? Da sind noch ein paar andere Bestandteile drin. Aber nochmal zu diesen Zeitfiltern. Das ist ja ganz wichtig, weil die stellen wirklich den Anfangspunkt dar, ja, um überhaupt den Körper gesund zu kriegen. Das können die anderen Sachen, das ist ja, sind immer Ketten. Ja? So, das Biodron, was wir jetzt zum Beispiel haben. Genau das System ist in der Lage, diese Zeitgitter hochzufahren. Ja? Und zwar macht man das, indem man also in dieser, das ist auch so eine Kapsel eigentlich drin sitzt, ja, auch wiederum mit diesem Aluminiumschirm, ähnlich wie dieser Kohlenstoffspiegel. So, und dann übertragen die Pflanzen in der Keimphase, ja, übertragen nach Gurwitsch, ja, im Prinzip diese Photonenstrahlen, aber Laserstrahlen, ne, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt Photonen habe, die einfach unkonzentriert sind, oder ob ich eine Laserstrahlung im Prinzip da drin habe. Ja? So, was wir natürlich durch Angst und so weiter produzieren, sind natürlich immer inkohärente Photonen, die überhaupt nichts bringen. Ja? Das ist wie ein Kerzenlicht, ja, aber ich brauche einen Laserstrahl. So, und der geht gezielt dann, ja, in den dritten Teil der DNA hinein und modifiziert den. Ne? Das heißt, man muss also unterscheiden zwischen vielleicht der aktiven DNA bei uns, ne, die eigentlich nicht mehr als 2% sein soll. Durch Stress und so weiter wird aber 5% hochgefahren. Wir verbrauchen es, wir verbrennen schneller. Das wird auch passieren, wenn wir künstliche Hormone nehmen. Ja? Also das ist überhaupt nicht die Lösung. Ja? Zumal Hormone, wenn sie an die Zelle andocken, die brauchen erstmal ein magnetisches Feld, da müssen die angesaugt werden. Das passiert mit den künstlichen gar nicht. Also das ist ein Wabonspiel, ja? Mit Tumorbildung, mit allem. Deshalb geben wir nur Hormone, die natürlich sind. So, und also das heißt, diese Frequenzen gehen dann praktisch sozusagen, ja, in dieses Feld hinein. Es geht immer um Felder, ja, und dieses Feld wird dann praktisch von der DNA aufgenommen. Ja? So, und da entstehen natürlich dann die Verjüngungserscheinungen. Verjüngung ist ja nichts anderes als im Grunde genommen eine Negentropie. Ja? Eine andere Geschichte, die auch in die Richtung zum Beispiel geht, ist, wenn ich die Magnetfelder schwäche. Ich habe das vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja? Um das 550-fache, weil dann die elektrischen Eigenschaften viel stärker werden. Also das ist in der Fall zum Beispiel im Kohlenstoffspiegel oder zum Beispiel in diesem Hologramm hier. Ja? Da gibt es also interessante Untersuchungen bei Ratten. Und zwar hat man Ratten genommen, die normalerweise maximal 2 Jahre leben, hat die 4 Wochen mit diesem Wasser, mit diesem Hologrammwasser hier gedrängt, also dass die hypomagnetischen Felder schon in das Wasser hineinbringt, ja, und damit in andere Ebenen zulässt, andere Korrektur eben, darum geht es immer. Ja. Aber wie ist denn das, wenn wir in diesen anderen Ebenen jetzt drin sind, wie durch diesen Kurzjew-Spiegel, ja, dass wir da drin sitzen und dann wieder rausgehen und nach Hause gehen und du sagst, da sitzt du 20 Minuten rein, bist Gedanken verloren, machst da die Augen zu. Anderer. Dann bist du ein anderer. Du bist nie mehr der, der du vorher warst. Das heißt, ja? In dem Moment schaltet sich eine neue Erfahrungswelt auf und du ganz bist, genau, weil du bist ja Schöpfer deiner Erfahrungswelt durch deine Wahrnehmung auch. Ja. Das heißt, in dem Moment, wenn du angstfrei bist, handelst du anders und erschaffst schon wieder ein völlig neues. Du dockst wieder an deine ursprünglichen Fähigkeiten. Ja? Also was ist denn Denken? Denken ist ja nichts anderes als im Prinzip das Abschöpfen von all dem, was hinterlegt wird in diesen ganzen Feldern. Es geht immer um Felder. Bewusstsein, ja, ist nie beschränkt auf den Körper, ja? Sondern das ist das Globale. Hier geht es also darum, im Prinzip diesen Rückschritt wieder hinzukriegen, das Ursprüngliche. Ja? Das heißt, an die ursprüngliche Korrektur wiederzukommen. Nicht nur 10% der Denkfähigkeiten zu haben, sondern vielleicht 20%, 30%, 40%. Also das ist machbar, das ist nachgewiesen. Sowohl mit dem Wasser als auch mit dem Kohlenstoffspiegel. Also ja? Nehmen wir mal an, also Dieter Bröss nennt das ja Erde 1, Erde 2. Ja, ich habe das auch schon in der Situation erlebt, dass ich an einem Ort saß und dachte, wieso höre ich denn jetzt die Grillen zirpen? Und dabei war es mitten in Berlin. Ah. Also ich war wirklich zeitgleich an 2 Orten. So kam es mir vor, in 2 verschiedenen Dimensionen. Aber der Ort war derselbe und doch nicht. Und in dem Moment, wo wir uns wieder rückverbinden und wieder sozusagen erwachen, so nenne ich es jetzt mal, verändert sich die ganze andere Welt. Das heißt, wir würden wirklich eine neue Welt erschaffen, je mehr das machen. Das heißt, wir kommen nie wieder in Berührung mit den Menschen, die noch sozusagen in der Niederfrequenz sind. Ja, das macht es natürlich schwierig, ne? Weil die überhaupt nicht verstehen, was man eigentlich von ihnen will. Ne? So, und das ist vollkommen ist richtig. Das ist ja, richtig. Natürlich heftig, ist es heftig, aber es ist die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, aus der Angst rauszukommen, sich zu korrigieren, richtig gesund zu werden, steinalt zu werden, ohne Erkrankungen. Ja? Und da durchzulaufen, ohne dass es dich beeinflusst. Wir machen natürlich, das
System kaputt damit, ja, weil es ja völlig anders gepolt ist. Ich meine, für nur 11% Veränderungen in lebenslanger Behandlung, ja, bei chronischen Erkrankungen brauche ich, das ist Schulmedizin, das ist pervers, ja. Oder wenn ich jetzt diese Impfungen hier gebe und gebe dann im Prinzip eine Messenger an eine Fremde. Wir reden ja gerade von Genetik. Wir geben jetzt, wir übertreiben sie nochmal, nicht nur, dass wir durch Elektrosmog, was ja allein in Bonn sind, 14.000 Masken aufgebaut worden im ersten Lockdown. Muss ich mir mal vorstellen, 5G-Masten. Ja? Wahnsinn. Ne? Und ich möchte nicht wissen, wie viele hier überall entstanden sind. Ja? Oder es wird ja auch nicht erwähnt, dass gerade durch 5G zum Beispiel in Wuhan Millionen von Menschen umgekommen sind, die sie dann natürlich dann in Krematorien verbrannt haben. Man musste dann irgendwas anderes finden, was das Böse dann sein soll, was die hinweggerafft ist. Das war nicht ein Virus. Ja, nochmal zurück. Wir müssen aus diesen Strukturen hier rauskommen. Wir brauchen die optimale Korrektur im Grunde genommen. Ja, und das heißt, wir brauchen einerseits die Leitungsbahn, also im Körper, also sowohl organische Dinge. Wir haben also jetzt extra eine Technik entwickelt, diese Tiamat-Technologie, die so aufgebaut ist, dass sie zum Beispiel, wir haben ab 25 zum Beispiel 1% Grundumsatzverlust. Das heißt, wir werden schön dick und fett. Ja, wir fangen zu 1% pro Jahr, immer 1% dazu, an zu glykolisieren. Du nicht, aber andere. Hm? Ja. Das heißt, wir haben eine adipöse, ich gehe zweimal die Woche laufen, ich mache einfach Sport. Ich weiß Degeneration, nicht, ob... ja, das bringt natürlich schon viel. Ne? Aber wichtig ist, die Muskelmasse aufzubauen. Ja? Die geht im Laufe der Zeit runter und dadurch kann Insulin nicht mehr andocken. Und die wird auch... Das die ist, geht ja, vor 75% der Menschen haben wir im Prinzip eine Insulinrezeptorstörung. Das frisst uns zwischen 12 und 17 Lebensjahren. Ja? So, und wenn wir zum Beispiel Apigenin und verschiedene, wir haben so eigene Cocktails hier, wie wir im Prinzip aus der Nummer wieder rauskommen, ja? Die auch der Altersforschung entsprechen, aber parallel auch biophysikalische Eigenschaften haben. Das heißt, dass wir an die Ursprungsfelder wieder andocken. Es gibt zum Beispiel so ein CCC, das heißt also ein kosmisches, Komplement, also kosmisches Kohärenzfeld. Ja, das ist also von Quantencomputern, zum Beispiel von Semira in China, berechnet worden. Also ein Freund von mir, der Professor Pöggler, der hat sich da angeschlossen. Und da hat ihn Semira, hat ihn dann gefragt, ist ja ganz interessant, was muss denn passieren, dass wir ewig lang leben können und gesund bleiben? Ja, so, das ist nicht die körperliche Ebene, das ist die andere. Dann hat dieser komische Computer dann praktisch auch erzählt, wir müssen uns an die Ursprungsfrequenzen wieder andocken. Es gibt also zum Beispiel in der Milchstraße ein schwarzes Loch mit Mikrowellenstrahlen, das Teil des Unsrigen eigentlich ist. Ja, das wird übertragen auf die ganzen Planeten. Von den Planeten geht es dann irgendwann zu uns auf die Erde, auf die Schumann-Frequenz. Die aber, allein schon durch unsere Geburt, wann wir geboren sind, mit der Konstellation, wo wir wieder auf Resonanz gehen und hierher kommen. Ja. Und ja, das muss man auch erstmal alles raffen, was das für Kreisläufe sind. Ja, ja. So, und dann veränderst du zurzeit natürlich gerade diese Schumann-Wellen. Man nennt das Beta-Shift. Ja? Das zerreißt dir komplett die Gefäße und alles. Das heißt, wir sollten nicht mehr als 45 Hertz haben, das haben wir 90 durch den ganzen Smog, ja, vor allem durch Satelliten und so weiter. So, und uns geht es ja darum, wie können wir den Menschen trotzdem wieder in seine normale Struktur hineinbringen. Aber nehmen wir mal an, ich muss mal ganz kurz zurückspulen, ne? Und jetzt mal ein Horrorszenario für die Zukunft, die es ja eigentlich nicht gibt, mal malen, wenn jetzt die DNA nicht mehr so, ne, die in Erbinformation, also nur noch das vererben kann, was jetzt vorhanden ist, durch die Information, was passiert denn da in den nächsten 10 Jahren? Katastrophen. Die Leute werden alle krank werden, ne? Diese ganze Dickel-List. Was kommt dann als neue Kinder? Sterben was kommt alle, da für Menschen auf die Welt? Wir haben jetzt allein schon, es sind ja Untersuchungen, die man ja schon seit Jahren gemacht hat, im CIA zum Beispiel, MI6, ja, durch David Prowl zum Beispiel. Und der hat ja sagen können, es gibt hier in 5G ganz bewusst 700 Horrorfrequenzen, zwei sind sofort tödlich. Damit haben sie dann Vögel umgebracht, Kühe, die auf der Stelle gestorben sind. Ja, die kann man wirklich ohne Probleme da hineinbringen. Das ist ein Active Denial System, also ein Kampfsystem. Ja, das heißt, ich kann die ganzen Masten, die wir haben, die Beamer-Eigenschaften haben, die über Satelliten und Quantencomputer gesteuert werden, die kann ich so hochfahren, dass jeder von uns hier speziell getroffen wird. Deshalb müssen wir ja auch 1,5 Meter Abstand halten, damit genau dieses Treffen ja auch möglich ist. Ja, das hat mit dem Virus überhaupt nichts zu tun. Ja, und also es ist total pervers. So, und der hat also gesagt, von 8 Kindern, um die Frage zu beantworten, die jetzt geboren werden, werden 7 genetische Schäden haben. Und warum gibt es immer noch so, also warum sagt man dann, es gibt jetzt auch so hell erwachte Kinder? Warum kommen genau andere jetzt noch hierher?
die kommen aus anderen Dimensionen und sind schon ganz woanders. Also sie haben gar nicht diese Karma-Schleife, wie wir hinter uns. Wir haben also das Phänomen, das hat, glaube ich, Boris auch beschrieben, dass wir ein gewaltiges schwarzes Loch in der Milchstraße haben, das also zwischen 30.000 und 1 Million Sonnen groß ist. Ja? Da wird ein riesiges Sternbild gerade verschlungen, Sagittarius A und B, und das flutscht da gerade durch. Und je weiter das hier durchflutscht, umso mehr Serotonin wird runtergefahren. Ja? Und Serotonin ist ja ein Teil der psychogenen Hormone, ja, das aber total eine Synchronisation des Gehirnes machen kann. Ja? So, und die Kinder, die jetzt geboren werden, die kriegen das natürlich ganz, ganz anders ab als die Kinder, die vorher da waren. Ne? Das heißt, selbst wenn ein Kind dann normale Eltern hat, die vielleicht normale Berufe als Bäcker oder Maurer oder sonst was hatten, ja, ist aber dann, passt nicht hinein zur Genetik, ist aber dann hochintelligent, hat besondere Fähigkeiten. Ja, das hat genau deswegen im Prinzip der Sternsaat oder die Sternsaat, wir sind Sterntaler, sage ich jetzt mal. Ja, also die kommen dann zu der Zeit wie jetzt in ihrer Konstitution und sind eben auch wieder angepasst ans Jetzt sozusagen. So, genau das, ja. Okay, also eigentlich geht es erstmal nur darum, die jetzt hier sind, inkarniert sind mit Schäden, wo sie drunter leiden, die jetzt wirklich freizuschalten und die daran zu erinnern, dass sie noch viel mehr sind, als wenn sie sich mit der Materie jetzt identifizieren und mit ihrem Leid. Uns unter keinen Umständen impfen lassen. Ne? Also die Untersuchungen, die ja jetzt schon laufen, also auch bei AstraZeneca und verschiedenen anderen, das sind ja, glaube ich, 20 Pharmafirmen zugleich, die hier am Arbeiten sind. Ne? Es gab eine ganz böse Geschichte in der Ukraine, das wird unter Tisch gekehrt. Da sind 15 Freiwillige untersucht worden mit diesem amerikanischen Impfstoff. 5 sofort tot, ja? 5 sind beatmet worden, ja? Und man wusste gar nicht mehr, was man machen soll, und den anderen 5 geht schlecht. Ja? Oder in Vietnam sterben die Leute natürlich auch durch Grippeimpfungen, ja, oder glaube ich 5 oder 6 Stück in den letzten Tagen. Dann in Brasilien sind durch Pharmafirmen die Versuchsreihen erstmal zurückgezogen worden, nachdem wieder einige gestorben sind. Und sowas will man uns im Prinzip hineinfahren. Ja. Das heißt, wenn diese Spritzen, das ist das eine, machen eine sogenannte Evaporation, also Elektroporation. Das heißt also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Hautbestandteil habe, ja, dann werden hier Löcher hineingemacht, ja, damit die 5G-Wellen besser hineinkommen. So, und die, das ist das eine. Man kann das also schon mit 5G schon machen. Braucht nicht mal die Spritze, ja. So, wenn ich die Spritze, hat 2 Funktionen. Die hat also diese Schwingung, die zum Beispiel die Pulsation, ja, die 5G zum Beispiel hat, um Löcher hier hineinzumachen, um dann verbessert natürlich die Messenger-RNA-Bestandteile mit Nanochips und so weiter hineinzugeben. Ja. Mal abgesehen davon, was natürlich noch an Dreck und fötalen Bestandteilen und sonst wie hineingegeben wird, bekommen wir dann diese Messenger-RNA hinein. So, es ist aber so, um das mal so zu verdeutlichen, vielleicht zeige ich das mal so, wenn ich jetzt hier von mir aus ein Virus hätte, ja, oder ein Bakterium oder sonst irgendwas, ja. So, dann muss das ja markiert werden durch das Immunsystem. Ne? Das heißt also, es gibt eine Antikörperbildung, IgE schwirrt hier an, hängt sich hier praktisch dran, ja, und noch ein Pickel und so weiter, und kann dann praktisch mit dem Pickel hier, ja, vom Immunsystem aufgefressen werden. Jetzt haben wir schon 85% der Menschen, ja, weil diese Coronaviren uralt sind, das sind einfach Influenzaviren, ja, haben schon diese Pickel hier drin, ne? Das heißt also, die sind schon aktiviert. So, und jetzt soll ich also zusätzlich noch aktivierende, ja, Stoffe dazugeben, das wäre ja noch der harmloseste Teil eigentlich, abgesehen von der Messenger-RNA, die alles zerstört und wo wir dann gesteuert werden können. So, das heißt also, es kommen noch Pickel dazu, ja, so mit dem Ergebnis, dass Primotella und verschiedene andere Teile massiv Zytokine, ja, also eine Kette von Immunstoffen, ja, von Immunaggressoren ausschütten. So, und es wird dann so laufen, dass zum Beispiel die Darmbakterien, die ganz bedeutende Steuerfunktionen haben, ja, die steuern 99,9% epigenetisch von allem. Ja, die sind ganz verbunden mit dem gesamten System. Die haben nur einen Chef, das ist die Zirbeldrüse. Deshalb muss die hochgefahren werden. Ja. Schwarmintelligenz. Also nochmal, dass diese Darmbakterien im Prinzip eine Toxämie entwickeln. Das heißt, die platzen auf, ja, und über den Rückenmarkskanal werden massiv Gifte ins Gehirn hineingefahren. Ja. Das heißt also, es werden wahrscheinlich nach den jetzigen Berechnungen innerhalb der ersten 5 Jahre mindestens 70% der Menschen sterben. Durch die Impfung. Ja. Also, da wird es mir wirklich ganz anders. Ne. Man hat also Untersuchungen zum Beispiel mit Chinchillas gemacht. 20 sind im Prinzip nicht geimpft worden, haben Placebo bekommen, 20 sind geimpft worden. Die 20, die geimpft wurden, waren innerhalb von Stunden tot. Ja, und das soll toll für uns sein. Ja, also das heißt, wir müssen alles tun, ja, um aus diesem Lockdown natürlich herauszukommen, indem man uns natürlich zwingen will, dass wir gefügig werden, dass wir nicht mehr reisen, ja, um natürlich diese Impfung über uns ergehen zu lassen. Und damit schädigen wir uns und natürlich auch unser Nachkommen massiv. Ja.
Hast du Kinder? Ja. Wie alt sind die? Oh, Tochter ist jetzt 27, okay. 16, 9. Verstehen die, was du erzählst? Zum großen Teil. Ja, sind die auch so unterwegs wie du, dass sie schon in dem Bereich arbeiten? Oder wie? Na, der Kleine schon, der 16-Jährige auch schon so in die Richtung, der geht auch schon zu Demonstrationen und so. Tochter ist im Moment ziemlich mainstreamig, ich muss jetzt einfach abwarten, was da noch passiert. Mhm. Ja. Also bei all den Aufklären, ne? Unwissenheit, ich sag mal so, dass sobald wir uns daran erinnern, dass es Möglichkeiten gibt, ja, können wir ja auch wirklich durch jede Phase hindurchkommen. Und wenn wir dann nicht nur individuell, sondern kollektiv, ich glaube, jeder wird von uns jetzt gerade durchgeschüttelt, geprüft, auf welcher Ebene auch immer. Und wenn es dann heißt, irgendwann, jetzt musst du eine Impfung machen, und wenn du es nicht tust, Geldstrafen, genau. Oder das dann kannst du da nicht mehr hinfahren, dann kannst du dein Kind vielleicht nicht mehr sehen. Ja, oder, also wann ist der Punkt, wo jeder Einzelne von uns, und das ist jetzt, glaube ich, jedem Einzelnen überlassen, wann fangen wir an? Also wir haben ja diese Systeme zum Beispiel unter anderem, Gott sei Dank, verrückterweise ja jetzt, ich habe 15, 20 Jahre keine Chance gehabt, diese Systeme zu bekommen. Ja. So, und alle diese Systeme sind bekannt dafür, dass sie die DNA regelrecht korrigieren können. Ja, das heißt, wenn wir jetzt eine Veränderung der DNA haben, wir vielleicht mit diesen Systemen noch einigermaßen die Möglichkeit, das wiederherzustellen. Nehmen wir mal an, wir werden jetzt geimpft, zwangsgeimpft. Ja, warum auch immer, genau. Wir können uns nicht wehren, wie auch immer, oder wenn wir uns nicht umbringen. Ne? Dann können wir es nur epigenetisch verändern, von außen. Dann haben wir aber jetzt schon, also Enrico, ganz ehrlich, also das ist, ich habe auch gelernt, mit dir deinen Informationen umzugehen. Und ich habe gemerkt, dass ich sie am besten aufnehmen kann, wenn ich mein Herz ganz weit aufmache und nicht verstehen will und mich zwinge, etwas zu verstehen, was so komplex ist, sondern du hast recht, es passiert auf einer tieferen Ebene, dass wir dann fühlen, wo die Wahrheit wirklich ist, ja, und ob wir das jetzt richtig oder falsch oder ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, dass wir dieser inneren Stimme folgen und schon mal wissen, und das macht hier Hoffnung. Das, was wir heute besprochen haben, macht wirklich Hoffnung. Dass egal wie schlimm es kommt, es gibt immer eine Lösung. So ist es. Enrico, du bist ein Sterntaler. Danke, dass du da warst. Okay. Danke, dass du mich wieder gefüttert hast mit Informationen, mit Wissen und vor allem mit deiner Offenheit. Danke, danke, danke. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, ich habe immer noch die Creme, die glänzt noch ein bisschen. Ich habe ein bisschen zu viel drauf gemacht. Ich glaube, es lohnt sich, da noch mal genau hinzugucken und jetzt mal bei euch hier drin, fühlt mal, was wirklich eure Wahrheit ist. Und vertraut in Gott, in die Liebe. Und ich habe euch alle lieb. Tschüss und bis bald.